als Planung. Wir sind hier im Gespräch mit der Polizei seit gestern. Es müssen Kräfte angefordert werden, Hotelzimmer gebucht werden, etc. Und innerhalb der nächsten 2 Wochen ist mit dem Einsatz zu rechnen. Das konkrete Zeitfenster wird die Polizei aus sicherheitsrelevanten Erwägungen nicht weiter konkretisieren. Und hier bitte ich Nachfragen dazu direkt mit der Polizei abzuklären, sollten da Informationsbedarf bestehen. Ich freue mich, dass wir heute mit Herrn Rektor Mark Hirschberg und Herrn Dr. Matthäus 2 Experten gewinnen konnten, die jetzt anschaulich versuchen wollen darzustellen, was die Bahn im Bereich Artenschutz alles unternommen hat, wie das Verfahren abgelaufen ist, wie wir mit den Themen umgehen. Herr Dr. Matthäus wird dann ganz konkret erläutern, welche Untersuchungen im mittleren Fürstgarten stattgefunden haben und welche Schutzmaßnahmen die Bahn während der Baumaßnahme vorgesehen hat. Vielen Dank. Ja, Frank. Ja, meine Damen und Herren, die Bahn nimmt den Naturschutz ernst. Das habe ich auch im Rahmen der Schlichtung schon vorgetragen und dort auch im Einzelnen ausgeführt, welche Verfahren dabei einzuhalten sind. Auch hier in dem Planfeststellungsabschnitt 1.1 ist dieses Verfahren beachtet und eingehalten worden. Zur Vorbereitung des Planfeststellungsbeschlusses haben die üblichen Umweltverträglichkeitsuntersuchungen stattgefunden. Es wurde nach Erfassung der Arten, nach Erfassung der Habitatausstattung auch ein landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt, der auch umgesetzt wird. Die Problematik, die mit dem Artenschutzrecht verbunden ist, ist eine besondere. Die Artenausstattung wechselt immer wieder und es kann durchaus sein, vor allen Dingen, wenn zwischen dem Erlass des Planfeststellungsbeschlusses, also zwischen dem Abschluss der ersten Untersuchungen und der tatsächlichen Umsetzung der Baumaßnahme einige Zeit vergangen ist, dann muss man jeweils erneut untersuchen, ob eventuell streng geschützte Arten sich eingefunden haben. Wir haben im Planfeststellungsabschnitt 1.1 ein, ich möchte sagen, beinahe weltberühmtes Beispiel dafür, nämlich den Juchtenkäfer. Der Juchtenkäfer war bei den ersten Untersuchungen zur Planfeststellung, zum Planfeststellungsbeschluss in den Bäumen nahe des Ferdinand-Leitner-Stegs nicht festgestellt worden, obgleich diese Bäume auch genau untersucht worden waren. Er hat sich dann bei einer weiteren Untersuchung, die vor Aufnahme der Baumaßnahmen durchgeführt wurde, im Jahre 2010, dort eingestellt und wurde auch als solcher dann festgestellt und von dem Gutachter Wurst, dessen Name Ihnen allen sicherlich auch schon bekannt ist, auch im Einzelnen beschrieben. Das hat natürlich auch zur Folge, dass hierdurch neue Überlegungen notwendig werden, wie man mit diesen Artenschutzfragen umgeht. Und aus diesem Grund wurde für den gesamten mittleren Schlossgarten, als der Bau näher angefasst wurde, auch eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung in Auftrag gegeben. Sie wissen alle, dass im Oktober des Jahres 2010 nach den Maßnahmen, die für die Grundwassermanagementanlage ergriffen worden sind, das Eisenbahnbundesamt auch die Auflage erlassen hat, die planfeststellungsrechtlich zugelassenen Fellarbeiten im mittleren Schlossgarten zu unterbrechen und einen entsprechenden artenschutzrechtlichen Maßnahmeplan vorzulegen. Eine erste Ausfertigung eines solchen Maßnahmeplans wurde auch bereits im November 2010 erstellt und auch dem Eisenbahnbundesamt übergeben. Dieser Plan wurde dann aber nicht relevant. Sie alle erinnern, dass damals zur Abhaltung dann des Schlichtungsverfahrens eine Art Friedenspflicht vereinbart worden war, sodass dieser Plan nicht umgesetzt werden konnte. In der Folgezeit gab es dann weitere Verzögerungen, die Ihnen auch sehr wahrscheinlich schnell einleuchten. Zum einen sollte der Stresstest abgewartet werden. Nachdem der Stresstest abgeschlossen war, hat die Regierung darum gebeten, dass man die Volksabstimmung abwartet. Und nachdem die Volksabstimmung dann abgeschlossen war, sollte eigentlich mit den Maßnahmen im mittleren Schlossgarten begonnen werden. Dieser Wunsch konnte dann aber mit Rücksicht auf die Polizei nicht umgesetzt werden. Die Polizisten waren alle sehr stark belastet gewesen, zum einen durch den Papstbesuch und zum anderen durch einen Hilfseinsatz in Norddeutschland im Zusammenhang mit den Castortransporten. Insoweit hat man dann bei der Bahn auch entgegenkommend sich dazu entschlossen, diese Arbeiten erst
im Frühjahr durchzuführen, die Rodungsarbeiten im Schlossgarten also nochmal zu verschieben. Das hatte aber dann auch wieder artenschutzrechtliche Konsequenzen. Die Bäume im mittleren Schlossgarten sind zumindest zum Teil, da wird Herr Dr. Matthäus nachher darauf eingehen, als Winterquartiere für Fledermäuse geeignet. Und nun war es so, dass im Oktober diese Fledermausquartiere nicht mehr verschlossen werden konnten, die Fledermäuse also nicht mehr daran gehindert werden konnten, dort diese Bäume zu befliegen, weil es war nicht auszuschließen, und dass da bereits Fledermäuse sich zur Ruhe gesetzt hatten. Und die wären dann ja auch eingeschlossen gewesen. Also ging das nicht, man hat es nicht gemacht. Und aus diesem Grund dann eben die Arbeiten erst durchführen können, nachdem bekannt war, in welchen Bäumen sich nun Fledermäuse aufhalten. Das hat man erst Mitte November feststellen können, weil Sie alle erinnern, dass der Ende Oktober und der Anfang November von warmen Temperaturen geprägt war, und während dieser warmen Zeit waren die Fledermäuse eben noch aktiv. Erst Mitte November gingen die Temperaturen zurück und die Tiere haben ihre Winterquartiere bezogen, und in der Tat wurde auch festgestellt, dass zwei Bäume hier dann von dem großen Abendsegler als Winterquartier belegt worden waren. Diese beiden Bäume werden jetzt also auch deshalb nicht gefällt. Nachdem dieser Tatbestand festgestellt wurde, konnte der artenschutzrechtliche Maßnahmeplan abgeschlossen werden und wurde dem Eisenbahnbundesamt dann auch direkt etwa Anfang, Mitte Dezember vorgelegt. Das Eisenbahnbundesamt hat diesen artenschutzrechtlichen Maßnahmeplan dann auch unmittelbar dem Regierungspräsidium als höherer Naturschutzbehörde und der unteren Naturschutzbehörde zur Bearbeitung zugeleitet und selbst die Bearbeitung aufgenommen. In der Folgezeit wurden vom Eisenbahnbundesamt von der Bahn auch immer noch wieder Ergänzungen gefordert, nicht in Bezug auf den Maßnahmenplan, aber in Bezug auf methodische Fragen, sind die Arten im Einzelnen erfasst worden, war das ausreichend oder hätten andere Methoden angewandt werden müssen. Hier hat sich das Eisenbahnbundesamt sehr viel Mühe gegeben, und das ist auch nachvollziehbar und von uns auch überhaupt nicht zu beanstanden, die Dinge sachgerecht aufzuklären. Im Einzelnen wird Herr Dr. Matthäus nachher sagen, was dazu alles erforderlich war. Die Maßnahmen, die vorgesehen worden waren, sind dann Anfang des Jahres noch einmal konkretisiert worden, nachdem auch feststand, welche der Bäume im mittleren Schlossgarten dazu geeignet sind, verpflanzt zu werden. Auch die Expertenkommission, die von der Stadt und dem Land dazu einberufen war, hat dann Entscheidungen getroffen, welche Bäume möglicherweise als Totholzbäume, wie es heißt, sehr wertvoll für die Natur eigentlich dann weiterverwertet werden, und welche Bäume Künstlern als Künstlerholz zur Verfügung gestellt werden. Dementsprechend konnte der Maßnahmeplan, der auch genau beschreibt, dann im Einzelnen, welche Bäume gefällt werden, welche verpflanzt werden, abschließend erstellt werden. Dann hatte das Eisenbahnbundesamt nach dem Urteil des VGH zum Grundwassermanagement uns auch aufgefordert, zu den Baumfeld- und Verpflanzungslisten jeweils im Einzelnen zu belegen, aus welchem Grund der Baum gefällt werden muss, ob etwa eine Anlage des Grundwassermanagements dafür verantwortlich war oder andere bauliche Maßnahmen. Dieser Bitte sind wir nachgekommen, und wir haben zu jedem einzelnen Baum darauf hingewiesen, aus welchem Grund er gefällt werden muss und wo das im Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahnbundesamtes aus dem Jahre 2005 nachzulesen ist und belegt ist. Es sind Fällmaßnahmen, die für den Bahnhofstrog durchgeführt werden müssen. Es sind Fällmaßnahmen, die für Bau- und Logistikstraßen, für Baustellen, Einrichtungsflächen und zum Teil auch für die spätere Einbindung des neuen Bahnhofstroges in die Parklandschaft fällen müssen. Bäume, die dann nicht mehr zu sehen wären, weil sie eben oder zumindest nicht mehr vollständig erhalten werden können, weil die Stämme dann zum Teil zugeschüttet worden wären. All dieses wurde dann mit berücksichtigt und so dann der Fellplan genau gerechtfertigt. Diese Liste ist dem Eisenbahnbundesamt auch vorgelegt worden und auch sehr intensiv geprüft worden. Wir sind ja auch zu einzelnen Bäumen dann nochmal genau gefragt worden, ob sie wirklich gefällt werden müssen oder nicht, und haben das aber im Einzelnen auch immer wieder belegen können.
Dann Anfang des Jahres ging dem Eisenbahnbundesamt auch die Stellungnahme der höheren Naturschutzbehörde zu. Auch auf die haben wir geantwortet. Jetzt werden Sie alle sagen, ja, warum musste das sozusagen auf den letzten Drücker geschehen? Diese Frage habe ich zum Teil schon beantwortet. Es musste auf den letzten Drücker geschehen, weil man auch erst feststellen musste, wo haben die Fledermäuse ihr Winterquartier bezogen. Und dann ist diese artenschutzrechtliche Prüfung natürlich auch ein Werk, das eine Behörde wie das Eisenbahnbundesamt, aber auch andere sehr gründlich prüfen. Und dazu sind sie auch aufgerufen. Und so hat sich das bis in den, jetzt die letzten Tage im Grunde genommen hineingezogen, weil natürlich dann auch das Eisenbahnbundesamt dem Wunsch des BUND entsprochen hat, ihnen Gelegenheit zu geben, sich zu diesen Themen zu äußern. Das war dem BUND auch möglich, nicht zuletzt deshalb, weil bei einem Gespräch, das wir Anfang des Jahres mit dem BUND geführt haben, an die Bahn die Bitte herangetragen wurde, die Unterlagen, die jetzt auch das Eisenbahnbundesamt geprüft hat, dem BUND zur Verfügung zu stellen. Wir haben dieser Bitte entsprochen, sonst wäre der BUND sicherlich auch gar nicht dazu in der Lage gewesen, jetzt kurzfristig noch ungefähr ja, fast 30 Seiten Stellungnahmen dem EBA am Dienstag zuzuleiten. Diese Stellungnahme hat das EBA dann auch nochmal sorgfältig ausgewertet, hat uns zum Thema Juchtenkäfer auch noch nachträglich noch Fragen gestellt, die wir am Mittwoch noch beantworten konnten, mit Hilfe von Herrn Wurst. Und so ist es dann gestern geworden, dass der Bescheid des Eisenbahnbundesamtes, der uns die Baumfeldmaßnahmen nach unserem Maßnahmenplan freigegeben hat, zugestellt werden konnte. So, und nun haben Sie alle gestern aus der Zeitung entnommen, dass der BUND darauf hingewiesen hat, er möchte einen Antrag stellen, um diesen Bescheid des Eisenbahnbundesamtes auf den richterlichen Prüfstand zu legen. Wir haben uns darauf vorbereitet und haben ebenfalls unsere sachlichen, aber auch vor allen Dingen die rechtlichen Argumente in einem umfangreicheren Schriftsatz, ich glaube, sind auch fast 35 Seiten geworden, mit einigen Anlagen zusammengefasst und haben diese Unterlagen sowohl dem Verwaltungsgerichtshof als auch dem Verwaltungsgericht zur Verfügung gestellt. Die Originale liegen seit heute früh beim Verwaltungsgerichtshof und beim Verwaltungsgericht, weil wenn Sie den Bescheid des Eisenbahnbundesamtes aufmerksam lesen, ist am Ende in der Rechtsmittelbelehrung darauf hingewiesen, dass gegen den Bescheid beim Verwaltungsgericht ein Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gestellt werden kann. Andererseits hatte der BUND stets deutlich gemacht, er möchte zum Verwaltungsgerichtshof gehen. Dazu gibt es theoretisch auch eine Möglichkeit. Ob er sie und wie er sie ergriffen hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass gestern um ja, so 17.30 Uhr etwa per Fax beim Verwaltungsgerichtshof tatsächlich ein Antrag eingegangen ist, fast 3 Seiten, und hat vor allen Dingen auch einen Akteneinsichtsgesuch zum Gegenstand. Die Akten des Eisenbahnbundesamtes möchte der BUND sicherlich sehen, bevor er jetzt diesen Antrag im Einzelnen noch begründet. Das nehme ich zumindest an. Der Schriftsatz selber, den kenne ich noch nicht. Der ist auch noch nicht zugestellt worden. Ich nehme an, dass wir das im Laufe des Vormittages noch vom Verwaltungsgerichtshof auch zugeleitet bekommen. Ich kann Ihnen daher auch zu dem Inhalt des Antrages des BUND nichts sagen. Ich kann Ihnen zu unserem Schriftsatz nur sagen, dass er sehr ausführlich auf unser Maßnahmekonzept eingeht und sehr ausführlich auch darauf eingeht, was an Beanstandungen aus der Zeitung schon zu entnehmen war und was aus Beanstandungen in der Stellungnahme, die der BUND gegenüber dem Eisenbahnbundesamt angemeldet hat, vorgetragen hat. Wir sind ehrlich gesagt sehr optimistisch, weil das Artenschutzthema ist ein komplexes und schwieriges Thema. Und es ist aufgrund der europäischen Gesetzgebung, die für das Artenschutzrecht prägend ist, auch sehr schwierig, Artenschutz mit Augenmaß zu betreiben. Es ist in der letzten Zeit wiederholt auch in der Bevölkerung darüber diskutiert worden, muss das denn sein, muss wegen der Tauben, muss wegen der Fledermäuse, muss wegen des Juchtenkäfers so ein Umstand betrieben werden. Wir meinen, es muss ein Umstand betrieben werden. Diese Arten haben einen Anspruch darauf, dass sie geschützt und anständig behandelt werden.
Aber man muss auch immer daran denken, dass das mit Augenmaß erfolgen muss. Und wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann muss man auch überlegen, ob man immer die ganz extremen Positionen vertritt oder ob man es nicht auch ein wenig, sagen wir mal, auf einer fachlich ausreichenden Ebene bespricht. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Wenn es um den Juchtenkäfer geht, der Juchtenkäfer, der in diesem Areal um den Ferdinand-Leibner-Steg sich angesiedelt hat, wird von der Bahn jetzt intensiv geschützt, indem wir rundherum einen Zaun stellen, der nicht nur verhindern soll, dass dort keine Baumfällarbeiten stattfinden, dass da nicht aus Versehen irgendjemand hineingeht mit der Kettensäge, sondern der vor allen Dingen auch die Aufgabe hat, diesen Bereich vor weiteren Beunruhigungen zu sichern, die in den letzten Jahren dort festzustellen waren. Es ist für meine Begriffe auch ungewöhnlich, dass hier beispielsweise Robin Wood in einem Baum ein Baumhaus errichtet, in dem andererseits nun der Juchtenkäfer geschützt werden soll. Dass in den Bereichen, wo Winterquartiere von Fledermäusen sind und auch die Hohltaube ihren Brutplatz hat, hier solch ein Fremdeinfluss gelebt wird. Auch den wollen wir mit unserem Zaun vermeiden. Außerdem wird auch im Hinblick auf die späteren Bauarbeiten dafür Sorge getragen, dass dieser Bereich bewässert wird. Das heißt, dass die Bodenfeuchte, die die Bäume brauchen, um sich zu entwickeln und auch weiterleben zu können, dass diese Bodenfeuchte immer garantiert wird. Auch das wird innerhalb dieser Zaunanlage dann vollzogen werden. Und nun ist an uns dann wiederum herangetragen worden, ja, aber das reicht ja alles gar nicht, weil der Juchtenkäfer, der könnte sich ja auch noch in den mittleren Schlossgarten weiter bewegen und er hat gar keine Chance, da zu überleben, wenn er das nicht kann. Hierzu hat unser Sachverständiger eben ausgeführt, er kann es, weil das Juchtenkäferhabitat in diesem Bereich noch gar nicht vollständig ausgeschöpft ist. Dort gibt es noch genügend Bäume, die nicht besiedelt sind, die aber besiedelt werden können und die jetzt mitgeschützt werden. Deswegen ist der Juchtenkäfer nicht darauf angewiesen, sich weiter in den mittleren Schlossgarten hinaus zu verbreiten. Das ist aber genau das, was jetzt von Seiten beispielsweise des BUND immer wieder vorgetragen wird. Das ist das, was ich als eine extreme Position bezeichne und was mit Artenschutz, mit Augenmaß also für meine Begriffe nichts mehr zu tun hat. Weil hier einfach ein Stück weit überzogen wird. Ich kann es nachvollziehen, warum es überzogen wird, weil der BUND hat ja nach wie vor eigentlich die Absicht, hier ein politisches Ziel zu verfolgen, nämlich auch das Projekt Stuttgart 21 noch immer zu verhindern. Insoweit werfe ich ihm das gar nicht vor, dass er solche extreme Positionen vertritt, aber man muss sie eben relativieren. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass wir von Seiten der Bahn auch sehr froh wären, wenn wir die Diskussion über den Artenschutz und über den Naturschutz auch auf eine fachliche Ebene zurückführen könnten und wir nicht immer auch von Misstrauen beseelt wären, dass eigentlich da etwas ganz anderes hintersteht, wenn uns Vorwürfe gemacht werden, wir würden den Artenschutz nicht beachten, nämlich immer noch die Hoffnung, das Projekt irgendwie verhindern zu können. Wir wollen endlich die fachliche Diskussion führen und das möglichst nicht vor den Schranken des Verwaltungsgerichtshofs, sondern in dem Kreis, der dazu zuständig ist, nämlich die Fachleute der Bahn und die Fachleute des BUND, die es dort hat, sollen einfach zusammensitzen und die Probleme miteinander lösen. Ich glaube, jedermann weiß, dass das Projekt nicht mehr zu verhindern ist. Und deswegen ist der Natur sicherlich mehr gedient, wenn Fachgespräche statt Gerichtsgespräche geführt werden. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt mitnehmen in die harte Praxis des Artenschutzes, aber auch in die interessante Praxis. Ich möchte also den vielen Ausführungen zum Artenschutz, die wir jetzt schon gehört haben, etwas folgen lassen, etwas Bildhaftes für Sie, damit auch der Artenschutz ein bisschen plastisch wird und Sie natürlich entsprechend nachvollziehen können, was wir gemacht haben und natürlich auch ein Bild davon kriegen, was Herr Kirchberg alles schon gerade erläutert hat. Können wir mal klicken auf den Rechner? Ich habe dazu eine Präsentation gemacht, ich möchte ein paar Folien zeigen, habe es aufgebaut in 6 Punkte. Kurz eine Einführung in die Anforderungen des Artenschutzes, womit müssen wir uns praktisch auseinandersetzen und dann möchte ich was sagen zu unseren Untersuchungsmethoden. Wann haben wir untersucht, wo haben wir untersucht und wie haben wir untersucht. Kommen dann zu den Ergebnissen, um schließlich mit der Schlussfolgerung mit einem Fazit abzuschließen.
und unsere Ergebnisse damit auf den Punkt zu bringen. Die erste Folie, ich weiß nicht, vielleicht könnte der Kameramann ein bisschen beiseite gehen. Okay, die erste Folie stellt dar, welche Anforderungen des Artenschutzrechts im Bundesnaturschutzgesetz § 44 Absatz 1 fordert und welche Verbote darin geregelt sind, womit wir uns dann in der Praxis auseinandersetzen müssen. Es sind im Kern drei Verbote. Das ist einmal das Tötungsverbot, das ist das Störungsverbot und das Zerstörungsverbot. Das sind die Sachverhalte, die wir prüfen müssen im Einzelfall. Und ich habe im Anschluss an die Darstellung jeweils reingeschrieben, der Bewertungsmaßstab, der ist bei dem Tötungsverbot das Individuum, der ist bei dem Störungsverbot die lokale Population und der ist beim Zerstörungsverbot auch wieder das Individuum. Das sind für uns ganz wichtige Eingangsgrößen, wenn wir die Prüfung machen, wenn wir die Untersuchung machen und wenn wir schlussendlich auch zu unserer Bewertung kommen, in dem Sinne, als dass wir eine Aussage darüber machen, ist ein solcher Verbotsbestand erfüllt, ja oder nein. Welche Arten müssen wir prüfen? Das sind einmal alle europäischen Vogelarten. Alle europäischen Vogelarten. Aber dabei alle. Und darüber hinaus dann alle Arten des Anhang 4 der FFH-Richtlinie. Und darunter fallen dann alle Fledermausarten und jeweils mehrere Arten von Amphibien, Reptilien, Falkern, Käfern, Schnecken und vieles andere mehr, natürlich auch Pflanzen. Das ist also Gegenstand unserer Untersuchung und Gegenstand unserer Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Artenschutzes. Nur um einen kurzen Eindruck davon zu kriegen, es ist eine sehr komplexe Prüfsystematik, die da abgehandelt werden muss, aus der Gesetzgebung heraus. Das, was der 44.1 sagt, relativiert es dann in 44.5 und wir haben auch noch die Möglichkeit der Ausnahme vor 45.7. Das sind die rechtlichen Grundlagen, die schlussendlich uns die Handlungsanweisung geben, wie wir prüfen müssen, wie wir vor allem zu unseren Bewertungen kommen, zu unseren Prüfergebnissen kommen. Die ganze Sache muss jeweils artspezifisch durchgeführt werden. Das ist nochmal was ganz Wesentliches. Artspezifisch heißt, dass wir für jede einzelne Art diese komplette Systematik aller drei Verbote durcharbeiten, durchprüfen müssen und für jede Art entsprechende Aussagen machen müssen. So, damit käme ich jetzt schon zum Untersuchungsgebiet. Das haben wir hier mal dargestellt für die Fledermäuse und für die Vögel, die sich als artenschutzrechtlich relevante Gruppen für den mittleren Schlossgarten herausgestellt haben. Und wir haben hier natürlich auch mit unterschiedlichen Intensitäten untersucht. Wir sehen einmal den vertieft untersuchten Bereich für die Fledermäuse. Das ist der Bereich, in dem unmittelbar eingegriffen wird, in dem eine ganze Menge Bäume fallen werden oder verpflanzt werden. Da haben wir sehr intensive Untersuchungen durchgeführt. Einzelbaumkontrollen, jeder Baum wurde erfasst, dokumentiert. Per Hubsteiger wurde er untersucht mit Sichtkontrolle, mit Ultraschalldetektor. Man hat also die ganze Technik, die zur Verfügung steht, aus diesen Methodiken heraus, hat man angewandt und hier zum Einsatz gebracht. Darunter haben wir dann die Situation der untersuchten Kontaktflächen. Das heißt, es gibt funktionale Räume, die liegen außerhalb des Eingriffsbereichs. Da kommen die Tierchen aber durchaus vor, die sonst auch im Eingriffsbereich anzutreffen sind. Da haben wir auch Untersuchungen durchgeführt mit Detektorbegehung. Da haben wir aber nicht mehr die Einzelbaumuntersuchungen gemacht. So, wie wir das im engeren Bereich gemacht haben, weil dort natürlich keine Bäume waren. Wenn wir uns dann die Vögel angucken, da ist es so, dass wir einen sehr großen Untersuchungsraum haben. Die Erfassungen basieren dabei auf Sichtbeobachtungen und auf Verhören. Die Daten stammen, die wir hier herangezogen haben, stammen vom NABU, von der Ortsgruppe Stuttgart, die dort entsprechende Untersuchungen gemacht haben, sehr aktuelle Untersuchungen. Und diese Untersuchungen waren schlussendlich Grundlage für uns, eine entsprechende Bewertung herauszuziehen. Daraus abzuleiten. Und kommen wir nochmal zu den Untersuchungszeiträumen. Da haben wir für die Vögel, wie gesagt, recht aktuell aus dem Jahr 2010 entsprechende Datenerhebungen, die flächendeckend sind für den mittleren Schlossgarten und auch für weitere Teile des Schlossgartens. Und diese Erfassungen finden in der Zeit von März bis Juni statt. Das ist üblich für diese Brutvogelkartierung, dass man während der Zeit unterwegs ist, wenn das Brutgeschäft läuft und die Tiere sich natürlich auch entsprechend auffällig verhalten. Sei es jetzt durch Gesang, sei es durch Futterzutrag oder auch entsprechende Revierkämpfe. Und darüber hinaus haben wir dann noch Daten herangezogen aus unseren eigenen Erhebungen durch diese Baumkontrolle und haben natürlich auch das Thema Habitateinbruch. Ist überhaupt ein Lebensraum hier für die entsprechenden Arten geeignet? Können diese Daten, die wir vom NABU bekommen haben, sind sie alle plausibel, sind sie relevant? Das haben wir geprüft und haben so im Prinzip eine Abschließung durchgeführt dessen, was wir als Grundlage für unsere Bewertung heranziehen. Dann geht es weiter mit den Fledermäusen. Da haben wir also umfangreiche Erfassungen durchgeführt zu den Paarungsquartieren, zu den Paarungsfabrikaten im Zeitraum vom August bis September
und haben uns anschließend den Winterquartieren gewidmet. Herr Kippek hat vorhin schon darauf hingewiesen, dass wir da also bis Ende November unterwegs waren. Zu der Erfassung der Wochenstufen haben wir die Baumkontrollen genutzt, indem wir ganz plastisch, hier rechts unten haben wir ein Bild, ganz plastisch unterwegs sind und jede Baumhöhle angeschaut haben, ob sie eine entsprechende Eignung hat als Wochenstube. Haben darüber hinaus natürlich auch noch für die Arten, die hier vorkommen, an Fledermäusen, aus deren Biologie und aus deren Ansprüchen heraus abgeleitet, ob eine Wochenstube vorkommen kann oder nicht. Die Untersuchungsmethoden. Bei den Vögeln ist es so, dass die Erfassung über Lautäußerungen und über Sichtbeobachtungen stattfindet. Das sind die gängige Praxis dazu. Die Einstufung, ob eine Art Brutvogel ist oder nicht, die läuft dann über das individuelle revieranzeigende Verhalten. Das sollte möglichst mehrmals erfasst werden, dass er immer an der gleichen Stelle einen auffälligen Revier gegangen sei, dass er anderes Revierverhalten sei, dass er beispielsweise ein Nest baut, dass er Futterzufuhr hat zu seinen Nutzieren etc. All solche Dinge sind dann die Maßstäbe dafür, einen Brutvogel bzw. ein Brutvorkommen zu definieren. Darüber hinaus hatte ich vorhin schon darauf hingewiesen, haben wir unsere eigenen Erhebungen, diese zusätzlichen Baumkontrollen mit Hubsteiger, wo wir dann auch nochmal haben nachweisen können, dass in diversen Höhlen Nester drin sind, so wie das hier unten abgebildet ist. Im oberen Bild sehen Sie, dass wir mit den Hubsteiger hier ganz hoch in die Baumkronen hineingegangen sind, um auch wirklich alles erfassen zu können, was gegebenenfalls vor Ort zu finden ist. Fahren wir fort. Untersuchungsmethode zu den Fledermäusen. Ich hatte vorhin schon angesprochen, wir haben Einzelbaumkontrollen gemacht, hier mit dem Einsatz entsprechender Technik. Wir sehen oben rechts eine Mikrokamera. Diese Mikrokamera ist auf entsprechende flexible Schläuche aufgetragen. Man sieht es dann in dem Lichtbild und mit diesen Schläuchen geht man dann in die Höhlen hinein und filmt dort, ob sich dort irgendwas aufhält. Man kann also auf die Art und Weise ermitteln, ob in den Höhlen Tiere drin sind oder nicht. Wir sehen auch in den unteren größeren Höhlen, wie der Kollege das gerade ausführt, einen den Schlauch mit der Kamera einführt und auf dem Monitor nachvollziehen kann, was sich darin befindet. An der Stelle vielleicht noch ergänzend, wenn man solche Höhlen findet und sie sind besetzt, sie sind insbesondere besetzt von größeren Anzahlen von Fledermäusen, dann kann man das auch riechen. Diese Tierchen haben keinen guten Geruch und wenn man dann ein bisschen versiert ist, dann kann man durchaus mal das Näschen da dran halten und kriegt einen Eindruck darüber, ob da Tierchen drin sind oder vor jüngerer Zeit drin waren. Also auch das sind Möglichkeiten, hier konkrete Hinweise zu bekommen. Darüber hinaus haben wir dann die Bettwäsche im Einsatz, das sind Aufzeichnungsgeräte, die den Ultraschall erfassen, dauerhaft erfassen und natürlich auch sehr selektiv und analytisch erfassen, woraus wir dann nachher wirklich ableiten können, welche Arten sind da und welches Verhalten zeigen sie am jeweiligen Standort. Abschließend noch Detektorbegehungen, da sind wir also mit mobilen Ultraschallgeräten unterwegs und erfassen auch im weiteren Umfang des Untersuchungsgebietes, ob hier Fledermäuse sich aufhalten und wenn ja, in welchen Verhaltensweisen. So, damit gehen wir zu den Untersuchungsergebnissen. Bei den Vögeln ist es so, dass wir 46 Brutvogelarten für den Nikolaus Schlossgarten nachgewiesen haben. Davon sind Vogelarten nachgewiesen, davon sind 28 Arten Brutvögel. Ich habe vorhin angesprochen, welche Arten sind artenschutzrechtlich relevant. Das sind alle europäischen Vogelarten. Das heißt, die Gelbkopf-Amazone ist hier ausgenommen und genauso ist die Straßenkopf ausgenommen. Das ist die einzige Ausnahme, die hier die Richtlinie zulässt. Wir haben überwiegend häufige und ungefährdete Arten. Und wenn wir uns die Betroffenheit im Eingriffsbereich anschauen, dann ist es so, dass wir hier 20 Arten haben, die durchschnittlich mit 2,3 Punktwahlen vorkommen. Das heißt, es ist ein relativ geringer Bestand. Man kann es auch ein bisschen an der Karte erkennen, dass innerhalb der schraffierten Fläche, die den unmittelbaren Eingriffsbereich darstellt, sind doch recht wenig Arten anzutreffen sind, während in anderen Bereichen deutlich mehr ist. An dieser Verteilung bildet sich natürlich auch ab, dass gerade der Bereich des Nikolaus-Schlossgartens, in dem wir uns hier mit der Maßnahme realisieren wollen, der Bereich ist, der am intensivsten gestört ist durch die Freizeitnutzung. Und das natürlich vor allem dann, wenn die Vögel brüten, im Frühjahr und im Sommer. Und insofern ist natürlich auch eine erhebliche Vorbelastung gegeben. Kommen wir zu den Ergebnissen von den Fledermäusen. Wir haben 5 Fledermausarten nachgewiesen: Zwergfledermaus, Mückenfledermaus, Raubfledermaus, kleiner und großer Abendsegler. Herr Kippek hat vorhin angesprochen, 2 belegte Winterquartiere konnten ausgemacht werden. Die sind entsprechend dargestellt. Die sind auch entsprechend ausgegrenzt jetzt von den weiteren Maßnahmen, dass hier nichts passiert, sondern dass die Tiere erst entsprechend
ihrer normalen Jahreszeit vom Zünden diese Quartiere verlassen, bevor wir entsprechend eingetroffen sind. Wichtiger Hinweis an der Stelle, insgesamt haben wir einen geringen Quartieranteil, das hängt damit zusammen, dass wir eine perfekte Baumpflege haben. Auch die Platanen im vorderen Bereich, wo es der Jugendkämpfer auffällt, haben zwar diese großen Höhlen, aber die sind sehr gut gepflegt und alle anderen Bäume zeigen denn doch kein Totholz, was natürlich unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherungspflicht hier auch nicht zulässig wäre. Andererseits ist es so, dass das Totholz das Element ist, das Strukturelement in solchen Bäumen, was natürlich für Arten, für Vögel eben für die Fledermäuse ganz bedeutsam wäre und das fehlt aufgrund der sehr guten Baumpflege. Wir haben keine Hinweise auf Wochenstuben durch die entsprechenden Untersuchungen der Baumhöhlen, so wie wir das durchgeführt haben. Und in dem Bereich vom Ferdinand Leitner stehen, also der Bereich, in dem auch die Jugendkäfer vorkommen, das ist der bedeutendste im Hinblick auf die Fledermäuse. Jetzt habe ich noch zwei Beispiele herausgegriffen, um das noch ein bisschen plastischer zu machen. Das ist einmal die Hohltaube. Die Hohltaube kommt mit zwei Brutpaaren innerhalb dieses Jugendkäferbereichs vor. Obwohl wir hier eine sehr hohe Höhenbelastung ist, aber wir haben hier ebenso eine hohe Höhlendichte. Diese Platanen haben die meisten Höhlen und das Angebot an Höhlen ist für die Hohltaube der limitierende Faktor, in welcher Dichte sie vorkommen und wo sie vorkommen. Und hier haben wir die Situation, dass in diesem sehr, sehr kleinen Raum des Jugendkäferbereichs bereits zwei Brutpaare ihre Quartiere dann bezogen haben. So, gleichwohl ist für diese Grundlage im Zusammenhang mit der Bauausführung durchaus zu erwarten, dass in dem Fall viele Standorte aufgeben und wir in dem Sinne dann auch einen artenstrategischen Konflikt hätten. Diesen Konflikt müssen wir bewältigen und dazu führen wir entsprechende Maßnahmen durch. Die Maßnahmen sind im Einzelnen, dass wir entsprechende Installationen von Nisthilfen durchführen. Nisthilfen wieder im Sinne des limitierenden Faktors, was brauchen die Tiere, um woanders sich niederlassen zu können, um an anderer Stelle neue Reviere bilden zu können. Nachher können wir noch ein bisschen detaillierter anschauen, wie diese Nisthilfen aussehen. Ein weiteres Ergebnis zu den Fledermäusen, da ist es so, habe ich mich hier mit dem Abendsegler auseinandergesetzt, auch der wurde vorhin schon erwähnt. Wir haben den Nachweis von Abendsegler-Winterquartieren und in dem Sinne haben wir auch für den Abendsegler entsprechenden Konflikt. Und auch hier müssen wir mit entsprechenden Maßnahmen diesen Konflikt bewältigen. Die Maßnahmen sehen so aus, dass wir einerseits den Verlust der Höhle dieser Winterquartiere dadurch kompensieren, dass wir Ersatzquartiere, künftige Quartiere installieren, zum Beispiel von Verlauf des mittleren Schlossgartens. Und darüber hinaus natürlich auch jetzt während der Bezugszeit dieser Winterquartiere diese Konflikte und nicht beanspruchen. Darüber hinaus sei darauf verwiesen, dass wir diese ökologische Baumbegleitung haben, die auch schon mal angesprochen ist, die natürlich darüber hinaus noch eine technische Überwachung dieser Bäume praktiziert. Damit kommen wir zu den Maßnahmen im Einzelnen. Beginnen wir mit den Vögeln. Da haben wir zwei Vermeidungsmaßnahmen, V1, V2. Das ist einmal die Bauzeitenbeschränkung für die Baufeldbäume. Wir dürfen natürlich nicht fällen, wenn gerade ein Brutgeschäft besteht und die Gefahr bestünde, dass Tiere getötet werden. Und das bezieht sich genauso auf entsprechende Abrissarbeiten von Gebäuden. Auch hier müssen wir vorher schauen, ob da Brüter drin sind oder nicht und entsprechend uns mit unserer Maßnahme anpassen. Der zweite Punkt ist das Thema Fledermäuse. Hier haben wir ebenfalls Bauzeitenbeschränkungen, gerade im Hinblick auf die Winterquartiere für diese Baufeldberäumung. Dann vermeiden wir erhebliche Beunruhigungen im Hinblick auf Erschütterungen und Licht. Das heißt, die ganzen Lichtinstallationen für die Baustellen müssen so ausgerichtet sein, dass keine unmittelbare Beleuchtung der Höhlen stattfindet, weil es die Tiere stören würde, möglicherweise aus dem Winterschlaf erwecken würde und genau das sollte nicht passieren. Den Erhalt der Winterquartiere wollen auch, wie vorhin schon angesprochen, ökologische Baubegleitung auf. Auf der Folgeseite haben wir dann die Funktionssicherungsmaßnahmen, CEF, Continuous Ecological Functionality heißt es auf schlau. Und wir haben da zwei Maßnahmen, das ist einmal die Installation dieser Hohltaubenkästen, das ist die rechte, das rechte Bild, da sehen wir einmal die Kasten für die Hohltauben. Und dann haben wir die Installation der Großraumhöhlen für die Fledermäuse, das ist das mittlere Bild, wo ein solcher Kasten aufgehängt ist, der wirkt relativ klein, ist aber dennoch eine deutlich große Tonne, die an 30 Kilo wiegt. Und im linken Bild sieht man, wie sie eine solche Tonne oben im Raum aufgehängt ist. Das sind also diese Funktionssicherungsmaßnahmen. Damit käme ich zur Schlussfolgerung und zum Fazit. Festhalten möchte ich, die Untersuchungen zur artenschutzrechtlichen Prüfung erfolgten unter Anwendung allgemein üblicher und mit Hilfe modernster Technik. Wir haben also wirklich hier den Standard angewandt, was notwendig ist.
und darüber hinaus. Die Untersuchungsergebnisse bilden damit eine solide Grundlage für die Ableitung gesicherter Bewertungen. Die Realisierung des Vorhabens ist mit Auswirkungen auf europarechtlich geschützte Arten verbunden. Durch Vermeidungs- und Funktionssicherungsmaßnahmen werden Verbotstatbestände nach § 44 Absatz 1 des Naturschutzgesetzes aber ausgeschlossen. Damit abschließend vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Matthäus. Ich würde gerne zum Abschluss noch mal kurz eingehen auf einige allgemeinen Themen im Bereich Bauen, Planung und Vergaben, die jetzt anstehen. Zunächst mal zum Abbruch Silflügel. Sie wissen, am 13.01. haben ja die Entfernungsarbeiten begonnen. Der tatsächliche Abriss wird in der Laufe der nächsten Woche beginnen. Das wurde einleitend auch erwähnt. Insgesamt wird für den Rückbau des Südflügels wieder einer Gesamtrestbauzeit von etwa 8 Wochen gerechnet. Und derzeit liegt die Bahn mit den Maßnahmen, also Entfernungsmaßnahmen, im Plan. Also nächste Woche beginnt der Abriss selbst. Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme werden auch einige Bäume am alten Busbahnhof, glaube ich 18 Bäume, die mit diesen 176 nichts zu tun haben, auch entfernt werden. Der Rückbau des Südflügels erfolgt auf Basis des Planfeststellungsbeschlusses vom 28. Januar 2005. Also mein Bundesamt hat ausdrücklich nochmal bestätigt, dass diesem Abriss jetzt nichts mehr im Wege steht. Der Abriss ist notwendig, einmal für die Herstellung des Querbahnsteiges und der neuen Zugänge zum Hauptbahnhof aus der südlichen Richtung her, die wir noch durchführen müssen. Wie Sie wissen, im Grundwassermanagement ruhen die Arbeiten so lange, bis die Anhörung des Bundes abgeschlossen worden ist vom EBA. Hier werden die nächsten Wochen werden diese Anhörungen, soweit wir das wissen, auch stattfinden. Und die Beteiligung des BUND kann aus Sicht der Bahn ohne weiteres erfolgen und wird von der Bahn auch aktiv unterstützt werden. Zum Technikgebäude. Hier laufen zurzeit die Ausschreibungen für die Neuvergabe des Technikgebäudes. Mit den Arbeiten dazu im Technikgebäude wird voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2012, also relativ zeitnah, beziehungsweise Anfang April, begonnen werden. Die Arbeiten im Gleisvorfeld sind jetzt soweit abgeschlossen, da sind noch Restarbeiten notwendig und die werden dann durchgeführt, wenn eben der Querbahnsteig eingerichtet ist und der Zugang vom Süden her zum Bahnhof dann, wenn das Südflügel weg ist, auch gewährleistet ist. Ein offenes Thema ist ja noch die alte Bahndirektion hier nebenan. Das Hauptgebäude bleibt ja, wie Sie wissen, erhalten. Die Seitenflügel und der hintere Gebäudekomplex werden abgetragen. Hintergrund dazu ist, auf der Fläche wird die Startbaugrube für den Planfeststellungsabschnitt 1.5 dann eingerichtet, also Tunnel Richtung Bad Cannstatt und Feuerbach. Zur Planänderung, Planfeststellungsabschnitt 1.2, hier geht es um die Planergänzung in Bezug auf die Tunnelbautechnik für den Filtertunnel. Hier die Anhörung findet, glaube ich, jetzt am 30.01. statt, also Montag ist die Anhörung dafür. Das Anlassverfahren wird am 30.01. stattfinden. Planfeststellung ab 1.3, glaube ich, müssen wir heute nicht. Da können wir gerne nachher nochmal drüber reden, aber ich glaube, das ist ausgiebig das Thema mehrfach behandelt worden. Da will ich auch jetzt heute nicht näher darauf eingehen. Hier gibt es die verschiedenen Varianten, verschiedene Anhörungen und Diskussionen, die gerade stattfinden. Und da bin ich mal, werden wir mal sehen Ende Januar, wenn es die nächste Veranstaltung ist, wie sich da jetzt die verschiedenen Positionen dann ergeben werden. Wichtig ist hierbei noch, es gibt einen Arbeitskreis, der gebildet wurde zwischen Bahn und Land. Es wurden je 3 Personen ernannt von dem Verkehrsministerium und von der Bahn, also insgesamt 6 Personen, die jetzt bis Mitte Februar dem Herrn Minister Herrmann und Herrn Dr. Käfer mal Konzepte, Vorschläge vorstellen sollen. Dieser Arbeitskreis tagt schon seit mehreren Tagen. Bei den Vergaben steht ja vor allem jetzt an die Vergabe Planfeststellungsabschnitt 1.1 und 1.5. Hier sind wir zuversichtlich, die Bahn ist zuversichtlich, dass wir die nächsten Wochen dann abschließen können. Es handelt sich dabei um die Talwährung selber und die Tunnel nach Feuerbach und Bad Cannstatt. Das sind die beiden Großvergaben, die jetzt in den nächsten Tagen, möglicherweise Wochen, tatsächlich anstehen. So viel zu dem, was im Moment allgemein zu den restlichen Baumaßnahmen zu sagen ist. Ich fasse nochmal zusammen. Südflügel, Abriss,
Im Laufe der nächsten Wochen wird begonnen, Bauzeit 8 Wochen vorgesehen, Restbauzeit 8 Wochen, insgesamt 10 Wochen waren es ja, 2 Wochen haben wir gebraucht für die Entkernung und in den nächsten 2 Wochen dann beginnt die Baufeldräumung im Ressourcengarten, wo wir es ersetzen und fällen der Bäume. Das war es von meiner und unserer Seite. Jetzt stehen wir selbstverständlich gerne für Fragen zur Verfügung. Wie lange haben Sie denn, wie viel Zeit haben Sie denn angesetzt für die Baumarbeiten im Ressourcengarten? Frage 1. 29. Februar. 2012. Also sieht mal ursprünglich, dass es so Minimum 3 Wochen dauern würde mit Tag- und Nachtschicht der optimalen Geräteeinsatz und optimalen Bedingungen. Die Zeit ist leider recht knapp. Haben Sie da auch schon in Sachen Ausnahmegenehmigung vorgeführt und wie beginnen die Arbeiten? Beginnen Sie erst mit dem Fällen oder erst mit dem Versetzen? Zunächst mal wird begonnen mit dem Fällen. Wenn man den Raum braucht, beim Versetzen müssen eben bestimmte Bäume schon weg sein, damit man die überhaupt versetzen kann. Deswegen muss man von der Reihenfolge groben Zügen erst fällen und dann versetzen. Es kommt der Zaun natürlich. Es kommt der Zaun, es kommt erst der Zaun, der gemacht werden muss, die Säule, die gemacht werden müssen. Aber ich spreche jetzt mal auf Ihre Frage konkret. Es kann durchaus möglich sein, dass man auch parallel beim Fällen einige Bäume bereits die Versetzung beginnen kann. Aber aufgrund der jetzigen Terminplanung, die man mit der Polizei gerade dabei ist abzustimmen, geht man davon aus, dass man, so knapp, vollkommen richtig, dass man den Termin Ende Februar einhalten kann. Parallel dazu gibt es natürlich Alternativüberlegungen, die man speziell bei den Bäumen, die zu versetzen sind, mögliche Ausnahmegenehmigungen erhält. Aber wir hoffen und glauben auch, dass wir die nicht brauchen. Ich hätte gerne gewusst, wie viel die Versetzungen kosten, wie viel haben denn, oder die Baumfellarbeiten dann auch, und was haben diese ganzen naturschutzrechtlichen Maßnahmen gekostet, die Untersuchung und so weiter. Und dann wollte ich wissen, wer dotiert den Ausgleichsfonds mit den 500.000 Euro, und dann wird ja immer von den Gegnern gesagt, es gäbe keine Auftragnehmer für den Wiesenbachbücher. Können Sie sich dazu mal äußern? Ja. Also das Erste, die genauen Kosten für die Stechziegel oder Bäume, die man versetzt, kann ich Ihnen jetzt aktuell nicht sagen, aber das Feld ist überschaubar. Also es waren, glaube ich, irgendwo zwischen 3.000, 4.000 Euro pro Baum. Ich weiß es nicht genau, das war die Größenordnung. Ja, das sind dann, ja. Also wir sind 10 Millionen. Nein, das ist ja die 10 Millionen, das war ja das große Problem, der gewesen, wenn man die ganz großen Dateien hätte versetzt werden müssen, hätte das mal 300.000 Euro gekostet. Also wir reden hier über, gemessen an Gesamtkosten, an überschaubare Größenordnung. Also das sind ca. 200.000, 300.000 Euro. Die das Versetzen der Bäume kostet, wird schon, glaube ich, großzügig gerechnet. Das war die eine Frage. Die zweite Frage, die Kosten jetzt für diese ganze gutachterliche Begleitung etc., kann ich Ihnen wirklich nicht sagen im Moment. Also das ist aber im Übrigen Thema, was ja nicht kein Zusatzthema war, wie wir auch einleitend gesagt haben, das muss man machen. Das ist Teil eines Projektes, dass man solche, jedes Projekt dann, wenn die Baumaßnahmen beginnen, einfach solche Untersuchungen machen muss. Also insofern würde ich da nicht mit Zusatzkosten rechnen, sondern das sind eben normale Projektkosten, die irgendwann so und so angefallen werden oder anfallen werden. Zum Nesenbachdüger, ich habe es auch mehrfach bereits erklärt, es ist falsch, dass es nicht Firmen gibt, die sich darum bewerben. Es ist offen, in welchem Zusammenhang, mit welchen anderen Vergaben man das verbindet. Mit welchen konkret kann ich Ihnen nicht sagen, aber was ich Ihnen sagen kann, wenn wir die Vergaben von 1.1 und 1.5 verkünden werden, im Zusammenhang damit werden wir auch konkret das Thema Nesenbachdüger dort uns dazu äußern können, wie man das erarbeitet. Diese Herausforderung. Aber die Aussage, es gibt da keine Firmen, das ist absolut falsch. Es gibt genügend Firmen, die sich um diese Arbeiten bewerben. Und Ausgleichsfonds, 500.000 Euro, tragen Sie das? Das ist einer der offenen Themen für den nächsten Lenkungskreis. Im Moment hat die Bahn sich bereit erklärt, in die Vorleistung zu gehen. Aber es gibt, Sie wissen ja, es gibt ja doch einige strittige Themen, die kostenlose Schlichtung, gerade das Thema versetzende Kosten für versetzende Bäume, gerade die jetzt, wo man im Lenkungskreis hoffentlich dann sich darum verständigen wird, ob das jetzt aus dem Risikotopf oder getrennt finanziert werden muss. Also das ist ein offenes Thema, was im nächsten Lenkungskreis
hoffentlich dann beschlossen wird. Also ich gehe mal davon aus, dass diese Zusatzleistungen im Projekt eigentlich selber nichts zu tun haben und die fremdfinanziert werden, aber das muss man natürlich, Sie wissen, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Herr Isenberg? Eine Frage an den Gutachter. Von den Gegnern wird unter anderem kritisiert, dass der Beobachtungszeitraum zu kurz sei. Sie haben ihn ja vorher selbst erwähnt, er umfasst immer wenige Monate im Herbst bzw. im Jahresende. Und es gilt wohl als allgemein anerkannt, das kann ich mir auch nur sagen lassen, dass man zumindest sozusagen ein Jahr streichen lässt bei der Beobachtung. Warum ist das hier nicht geschehen? Warum reden Sie nach wie vor um fachlich inhaltlich sozusagen seine Genüge getan? Sehr viele andere Menschen, die sich mit diesen Dingen befassen, sagen, dass es bei diesem Beobachtungszeitraum nicht der Fall sein kann. Können Sie etwas zu diesem Widerspruch sagen? Zusätzlich? Vielleicht kann man einfach fragen. Also das Thema Beobachtungszeitraum, wir müssen da ja nochmal differenzieren zwischen den Vögeln und zwischen den Fledermäusen. Bei den Vögeln sind Fledermäuse. Fledermäuse, okay. Da ist es so, das, was bemängelt wird, ist das Thema mit den Fortpflanzungsquartieren, also mit den Wochenstufenquartieren, dass wir diese nicht über Arterfassung erhoben haben, sondern auf dem Wege der Baumhöhlenkontrolle. Die Intensität, mit der wir die Baumhöhlenkontrolle durchgeführt haben, hier bei dem konkreten Projekt, ist in der Form nicht möglich, sondern ist denn doch sehr, sehr intensiv gewesen. Und dadurch, dass wir diese Intensität bei der Baumhöhlenkontrolle haben anwenden können, im Zusammenhang mit diesem Projekt, ermöglicht uns das auch auf dem Wege zu anderen Zeiträumen tatsächlich zu ermitteln, ob eine Wochenstufe da ist, beziehungsweise eine Wochenstufenquartier gegeben ist oder nicht. Also da haben wir im Prinzip eine methodische Rochade gemacht, die uns ermöglicht hat, einen kürzeren Zeitraum auch als ausreichend zu definieren. Direkt dazu. Es ist ja nicht, sind ja nicht nur die Gegner, die das bemängeln, sondern es ist auch das Regierungspräsidium, das das anmahnt und nicht ausreichend wäre als obere Naturschutzbehörde. Das ist richtig. Das Regierungspräsidium bezieht sich mit diesem Hinweis auf den Mangel auch auf die gängigen Methoden, die gängigen praktischen Methoden, dass eben über die Arterfassung zu anderen Zeiten die Detektion mit den Ultraschallgeräten, die Wochenstufen erfasst werden. Das Regierungspräsidium berücksichtigt an der Stelle nicht, dass wir mit unseren Baumhöhlenkontrollen eine Intensität durchgeführt haben, die uns denn doch hier eine ganz andere Dimension an Datenqualität liefert, als es sonst üblich ist. Kurze zwei Verständnisfragen. Wie groß in Quadratmetern ist ungefähr das Feld im Schlossgarten? Welches dann betroffen sein wird von dem Bauzaun? Und die zweite Frage wäre, Sie hatten gesagt, zwei von 176 Bäumen werden wegen der Fledermäuse später gefällt. Die 20, in denen der Jüchtenkäfer drin sind, also das passiert mit denen, das waren wir jetzt nicht ganz klar. In den zwei Bäumen. Wenn die 20 bleiben, die bleiben erhalten. Aber trotzdem bleibt die Zahl 176. Ja, aber die 20 bleiben generell erhalten. Und die zwei werden dann gefällt, erstens mal, wenn die Fledermäuse den Winterschlaf beendet haben und können aber dann trotzdem erst frühestens im Oktober wieder gefällt werden, wenn man eben wieder auf die Fledermäuse das uns erlaubt. Das heißt, die bleiben dann zwischen dem Beendigung des Winterschlafes bis im Oktober stehen. Wie groß ist das Gelände? Das kann ich Ihnen nicht weiß. Wo das abgesperrt wird? Ja, so ganz grob. Abends nicht. Kann ich jetzt nicht. Ich wollte nur wissen, wo stehen die denn eigentlich, die beiden Bäume? Also kann man dann tatsächlich am 1. Juli mit dem Tod anfangen? Oder finden die am Rand? Die sind dort, wo die Logistik ist, und die müssen eben irgendwie umfahren werden. Ein Baum steht gegenüber dem Juchtenkäferareal, direkt an diesem Weg. Und der zweite in dem Bereich, wo die Grundwassermanagementanlage errichtet ist. Ich würde interessieren, Sie haben jetzt erklärt, wie Sie das mit den Vögeln und mit den Fledermäusen erforscht haben. Haben Sie denn erkannt, warum das ausgerechnet diese 20 Bäume jetzt für den Juchtenkäfer so wichtig sind? Oder wo ist der denn jetzt? Thema Juchtenkäfer war jetzt nicht in unserer Bearbeitung, das hat ja der Herr Kunde. Gut, also zu die Augenblick, Dankeschön, unser Mikrofon.
Achso. Ja, also die Juchtenkäferbäume sind im August 2015 von dem Sachverständigen Wurst bei den Kontrollen entdeckt worden, die vor dem Bau der Grundwassermanagementanlage dann durchgeführt worden sind. Sie hatten mit der Grundwassermanagementanlage nicht unmittelbar etwas zu tun, aber die Untersuchung von Herrn Wurst erstreckte sich dann nochmal wieder auf den gesamten mittleren Schlossgarten. Und bei dieser Gelegenheit hat er diese Feststellungen getroffen und dann auch in einem Gutachten festgehalten. In dem Gutachten hat er auch den Plan dann wiedergegeben. Der zeigt also den Bereich zwischen etwa dem Ferdinand-Leitner-Steg und der Unterführung dann auf dem Weg von dem Planetarium in die Klettpassage. Und in diesem Bereich ist halt dieser Anführungszeichen wertvolle Juchtenkäferbestand festgestellt worden und soll jetzt eben auch geschützt werden, indem wir rund um diesen Bereich einen Bau, also einen Zaun ziehen, der 1,80 Meter hoch sein wird, und es wird dann auch noch einen sozusagen Kleintierzaun geben, einen Krabbelschutzzaun, damit die Tiere im Mai bis Juni nicht unter diesen Zaun durchkriechen können, sondern sich in ihrem Areal auf bleiben können. Nicht, dass sie in die Bauchgrube stürzen oder so. Das Schreckliches passiert. Also Sie denken, dass die nur als der Juchtenkäfer bleibt dann da, wo Sie ihn einsperren? Der wird nicht eingesperrt. Der Juchtenkäfer lebt in Baumhöhlen, beziehungsweise dort leben die Puppen dieses Juchtenkäfers, und die ernähren sich von einem Pilzsubstrat, das in diesen Baumhöhlen sich gebildet hat. Wenn die Entwicklungszeit ist 3 bis 4 Jahre. Der Käfer selbst, da leben, wenn ich es genau weiß, die Männchen 4 Wochen und die Weibchen 6 Wochen. Und das in der Zeit von etwa Mai, wenn es halt dann wärmer wird, bis in den Mai, Juni, Juli. Und in der Zeit sind diese Käfer als Käfer zu sehen. Geschützt werden im Wesentlichen aber die Larven dieser Tiere. Vom Zaun? Ja, der Zaun ist deshalb nötig, weil diese Tiere natürlich gegen Beunruhigungen empfindlich sind, weil sie auch gegen Licht und so weiter einflussempfindlich sind und weil auch die Bewässerung garantiert werden muss, weil unmittelbar nebendran wird später die Baugrube sein. Und da müssen wir halt auch dafür sorgen, dass die Bäume stehen. Wir haben die jetzt sozusagen in die Verantwortung bekommen. Wir müssen uns um die kümmern. Damit war bei Planfeststellung nicht gerechnet worden, aber das ist das Ergebnis dieser artenschutzrechtlichen Verpflichtungen, die wir haben. Und jetzt wollen wir uns auch richtig um die kümmern und wollen auch die Verantwortung wahrnehmen können. Kann ich noch eine Rückfrage dazu? Und warum wird diese Verantwortung erst jetzt wahrgenommen? Weil da hätte man sich doch vielleicht auch Verzögerungen ersparen können, wenn man das direkt. Ja, die Verantwortung, fangen wir mal so an. Als der Planfeststellungsbeschluss erlassen wurde, waren diese Tiere nicht dort. Ja, das hängt schlicht und ergreifend vermutlich damit zusammen, dass diese Höhlen, in denen die leben, damals von Tauben besetzt waren. Und Taubenkot und Larven vertragen sich nicht. So stand das zumindest 2003 auch in dem Gutachten. Und die wurden 2010 entdeckt. Einen Zaun konnten wir seit 2010 nicht dort aufstellen, zum einen, weil es noch nicht nötig war und zum anderen, weil dort im Moment Parkbewohner Zelte aufgestellt haben und Baumhäuser errichtet haben. Die wollten wir nicht einsperren. Herr Heffer? Hat das Eisenbahnbundesamt in dem Beschluss, in dem sie ja die Rücknahme des Wellenbogens begründet hat, weitere Auflagen gemacht oder Schutzmaßnahmen angeordnet, die jetzt über das hinausgehen, was sie sowieso vorhatten? Und ist es möglich, diesen Beschluss öffentlich zu machen, sodass man ihn nachlesen kann? Also ich gehe davon aus, dass das Eisenbahnbundesamt auf seiner Informationsseite diesen Beschluss vermutlich bekannt machen wird. Wenn das noch nicht geschehen ist, wird das vielleicht noch geschehen. Aus unserer Sicht würden jetzt keine Bedenken bestehen, den öffentlich zu machen, weil das stehen keine Geheimnisse darin, sondern es wird dort im Einzelnen beschrieben, wie wir mit diesen Bäumen umzugehen haben. Unser Maßnahmeplan wird sozusagen verbalisiert
Und es sind dort Auflagen drin. Eine ist drin, die ich im Übrigen noch nicht verstehe, das muss ich auch einräumen. Dort ist nämlich verboten, dass die beiden Bäume, um die es geht, in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. Oktober gefällt werden. Der fachliche Hintergrund hat sich mir noch nicht erschlossen, aber das wird uns sehr wahrscheinlich noch gelingen, das zu hinterfragen. Außerdem muss es nicht zwingend relevant werden. Das kann auch irgendwie ein Schwachsinn sein. Das ist aber jetzt auch nicht wichtig. Wir werden mit diesen Bäumen auf jeden Fall sachgerecht umgehen und werden sie dann fällen, wenn wir sie fällen dürfen. Nicht zu Zeiten außerhalb. Und ansonsten, wie gesagt, gibt der Beschluss im Wesentlichen das wieder, was wir schon als Plan beschrieben hatten, der jetzt vielleicht in dem einen oder anderen Punkt noch etwas detaillierter. Zum Beispiel werden wir, ich kann das ja auch mal zitieren, zu dem Juchtenkäferzaun. Dieser Schutzzaun hat den Mindestanforderungen der DIN 1829 zu genügen und ist zusätzlich mit einem gegen die Abwanderung von Juchtenkäfern geeigneten Kleintierschutzzaun zu versehen. Das ist für uns etwas neu, aber der Hintergrund ist klar. Ich habe ihn versucht, eben auch vielleicht etwas humoristisch zu beschreiben, aber im Kern stimmt es schon. Also wir haben im Moment keinen Anlass, über so eine Ausnahmegenehmigung nachzudenken, weil wir immer noch davon überzeugt sind, dass dieser angesprochene Zeitrahmen genügen wird. Und diese Ausnahmegenehmigung wird entweder vom Eisenbahnbundesamt in Abstimmung mit der höheren Naturschutzbehörde erteilt. Das Eisenbahnbundesamt ist unsere Bauaufsichtsbehörde und deswegen auch im Kern dafür zuständig. Gegebenenfalls, wenn das Eisenbahnbundesamt uns da an die höhere oder an die untere Naturschutzbehörde, weil es geht immerhin auch um eine Maßnahme innerhalb der Landeshauptstadt Stuttgart verweist, werden wir da den Antrag stellen. Das würden wir, wenn das überhaupt nötig wird, mit den zuständigen Behörden abstimmen. Herr Isenberg? Es gibt ja im Park Herr Friedrich nicht nur Konflikte mit Käfern und Fledermäusen, sondern Konflikte mit Menschen. Was erwarten Sie denn in den nächsten Wochen an Auseinandersetzungen mit Menschen, die sich gegen das Projekt wenden, im Bereich Südflügel, im Bereich Park? Ist etwas, was Sie befürchten? Ist etwas, woran Sie appellieren möchten? Also zunächst mal meine ich, ich habe mal festgestellt bei der Aktion letzten Samstag im Wagenburg-Tunnel, dass natürlich ein harter Kern von Gegnern weiterhin massiv protestieren wird. Damit muss man rechnen. Aber insgesamt glaube ich schon, dass die Volksabstimmung und auch jetzt der Umgang mit diesen Themen, die wir heute auch beschrieben haben, die große Menge von Gegnern eher beruhigt hat, als weiter, dass weitere Eskalationen stattfinden. Mein Appell ist schlicht und ergreifend, dass auch die Gegner akzeptieren, dass wir es nicht nur das Recht haben zu bauen, sondern auch die Pflicht, die Bauplan ist ja vertraglich dazu verpflichtet, erstens, und zum Zweiten ist sie darüber hinaus legitimiert durch die Volksabstimmung. Ich glaube, es gibt kein legitimierteres Projekt in diesem Land, in Deutschland, als dieses Projekt. Und ich glaube auch, dass es zunehmend auf fruchtbaren Boden stoßt, dass man auch, wenn man dagegen ist, dann sich entsprechend dann auch so verhält, dass man vielleicht weiterhin dagegen ist, aber nicht massiv protestiert. Was die Zellstadt anbelangt, kann ich sagen, dass die Polizei da, so habe ich es erfahren, sehr optimistisch ist, dass man da keine größeren, zumindest von den Zeltbewohnern, Krawalle erwartet. Da gibt es auch wohl Gespräche zwischen Polizei und auch Zeltbewohnern. Ansonsten glaube ich und hoffe ich, dass die Maßnahmen natürlich Protest auslösen werden, aber nicht in dem Maße, wie es letztes Jahr war. Und da sind wir eigentlich sehr zuversichtlich. Ich wollte nochmal zu den Vergaben fragen. Es hieß ja im letzten Jahr immer, dass bis Ende des Jahres 50% aller Auftragsgenehmigungen vergeben sein sollte und 90% aller Tunnelarbeiten. Was hat es jetzt mit diesen Vergaben? Sind die dann verzögert? Ist genau gewesen, die, genau. Warum hat sich das verzögert? Das hat sich einfach schlicht und ergreifend verzögert, weil man noch nicht die Preis, die Ziele erreicht hat, die man eigentlich vorgenommen hat. Das sind einfach Verhandlungen und natürlich ist klar, je mehr auch die Anbieter wissen, dass man unter Druck ist, desto höher sind die Preise. Und da muss man eben schauen, es geht letztendlich hier
ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis vor dem Termin. Es ist in der Tat richtig. Eigentlich hatten wir gehofft, dass bis Ende des Jahres die Vergaben erfolgt sind. Und diese 50% dann Vergaben, die 90% Drittel, beziehen sich genau auf diesen Abschnitt 1.1 und 1.5, wo wir gerade eben gesagt haben, dass wir jetzt glauben, dass in den nächsten Wochen das stattfindet. Aber in der Tat haben sich die Vergaben verzögert. Ich könnte sagen, wie viel des Volumens Sie hinterherhinken, also gemessen an den Zielen, könnte das... Natürlich nicht. Das sind Vergabeverhandlungen. Das sind nicht nur Geld, das sind nicht nur finanzielle Themen, das sind auch Terminthemen, Ablaufthemen. Das sind einfach umfangreiche Verhandlungen, die geführt werden müssen und selbstverständlich kann ich über eine ganze Vergabe Ich wollte jetzt auch nicht über Summen erfahren, sondern darüber, was ist, die Ziele waren ja 50-90, die von Ihnen Ende des Jahres. Wie viel sind jetzt? Also ich kann Ihnen auch sagen, um die Frage konkret zu beantworten, wir gehen immer noch davon aus, dass wir in dem Rahmen bewegen werden, der beim letzten Lenkungskreis Ende September kommuniziert worden ist, wo wir da gesagt haben, wie groß die möglichen Vergaberisiken sind, beziehungsweise Kostenrisiken. Dieser Rahmen, in diesem Rahmen bewegen sich aktuell immer noch. Aber wie gesagt, es geht jetzt ein optimaler Preis, ein optimales Leistungsverhältnis vor einem unbedingten Termin. Aber wir haben in der Tat hier eine Verzögerung. Ich habe noch eine Frage zu den Verpflanzungen in den Bäumen. Sie wollen in absehbarer Zeit anfangen, die Bäume zu verpflanzen, aber man hat bis jetzt nicht feststellen können, dass da irgendwelche vorbereitende Maßnahmen bei der Verpflanzung stattfindet. Also es ist ja bekannt, dass so ein Baum nicht einfach verpflanzt werden kann, sondern Fachleute sagen, über Jahre vorbereitet worden muss so für Verpflanzung, speziell bei Großbäumen. Sie wollen also die Bäume austupfen und dann verpflanzen und dann hoffen, dass sie anwachsen. Durch das Ganze nur Alibi-Veranstaltung. Gut, also das ist keine Alibi-Veranstaltung, sondern dort haben sich eine Reihe von Fachleuten damit beschäftigt. Ein Baumgutachter, den die Bahn selbst beauftragt hat, auch Land und Stadt haben sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. Dort hat es ja eine Expertenkommission gegeben. Die Fachleute haben zusammen jeden der einzelnen Bäume in Augenschein genommen und haben überprüft, ob sie mit dieser sogenannten Rundspatentechnik oder der Lattentechnik versetzt werden können. Und die Bäume werden mit der Rundspatentechnik verpflanzt. Das ist ein Verfahren, in dem wird der gesamte Wurzelbereich sozusagen herausgehoben und dann direkt von dieser Stelle an seinen Zielort gefahren, wo dann bereits die entsprechende der Wurzelfreiraum geschaffen worden ist und die Fachleute sind davon überzeugt, also die dort eingeschalteten Fachleute sind davon überzeugt, dass eine sehr hohe, überwiegende Wahrscheinlichkeit besteht, dass das auch funktioniert, sonst würde man diesen sehr aufwendigen Vorgang auch nicht machen. Denn das ist ein Verfahren, das nicht ganz einfach auch abzuwickeln ist, auch in der Transportlogistik nicht ganz einfach abzuwickeln ist. Das sind zum Teil sehr hohe Bäume und die müssen im normalen Straßenverkehr an ihren Zielort innerhalb der Landeshauptstadt Stuttgart auch transportiert werden. Und das ist nicht ganz einfach, aber der Aufwand lohnt sich ganz offensichtlich, denn alle Fachleute der unterschiedlichen Seiten haben gesagt, dass das sehr gut geht. Zusatzfrage. Im Nordflügel sind ja die Bäume verpflanzt worden. Wie geht es denn? Gut. Sehr gut. Wir haben jetzt einen ganz aktuellen Stand, jetzt nicht, aber die letzte Untersuchung war im November, Anfang November. Und da war bei keinem einzigen Baum auch nur ein Hauch festzustellen, dass der im Moment Gefahr läuft, eben nicht vernünftig einzuwachsen. Genauso wissen wir sicherlich dann nächsten Sommer, im Frühjahr passiert, aber im selben November war die letzte Untersuchung, die wir gemacht haben, das war ein wichtiger Punkt jetzt auch für die Vergabegespräche, für die Verpflanzungen jetzt, da welche Methode man das macht. Im Übrigen haben auch das Expertenteam, ich glaube ein Expertenteam vom Land, von Vertretern von der Wilhelmer, von der Stadt und von der Bahn, der Gutachter, den Herr Hirnberg gerade sagte, die haben sich die Bäume auch angeschaut, die verpflanzt worden sind und haben daraufhin, die wurde auch nicht vorher behandelt, obwohl die in den Bereich der gestanden haben, der kritischer war, zugestimmt, dass man die 60 Bäume über diese Methode
und Spaltmaschine versetzt. Also Alibi-Veranstaltung ist es nicht. Gibt es auch einen großen Teil aus dem Parkfriedhof kommt, der Bäume, die besetzt werden? Die Bäume werden, 14 Bäume gehen, die Zahl weiß ich durch Zufall, wegen der entsprechenden vertraglichen Regelung, im unteren Schlossgarten verpflanzt. Dann gibt es Bäume, die werden in Möhringen wohl eingesetzt werden, in Feuerbach, also eigentlich in der gesamten Stadtgebiet, aber auch die Stadt hat vor allen Dingen als Orte auch auf dem Parkfriedhof angeboten, das ist richtig. Wie viele da hinkommen müssen. Das kann ich Ihnen jetzt im Moment leider nicht sagen. Also alle untersucht vorher, ob die geeignet sind, auch vom Gutachter, also die 54 Standorte außerhalb vom Schlossgarten sind alle untersucht worden auf Eignung, genauso, also insofern, wo ist die genau sind, das muss ich. Hier war noch eine Frage. Herr Dietrich, Frage, bleibt es bei Ende 2019 oder ist es jetzt Ende 2020, wie Herr Käfer auf einer Veranstaltung in Sindelfingen genannt hat? Das hat er ja korrigiert. Also der Veranstaltung in Sindelfingen, weil alle sind andere dabei. Also es ist in der Tat so, dass wir natürlich wissen, wir haben insgesamt, wir sind ein Jahr hinten dran, grob durch Lichtung, durch Stresstest, durch Holzabnehmung, alles und auch durch andere Themen, die wir wissen, was wir heute hier diskutieren. Die Bahn geht immer noch davon aus, dass es möglich ist, das aufzuholen. Maßgeblicher Zeit gelingt es wirklich, das Grundwassermanagement so termingerecht in Gang zu setzen, dass man mit den großen Baumaßnahmen im Sommer, Herbst beginnen kann. Da wissen wir es genauer. Aber in der Tat gibt es ein Terminrisiko von einem Jahr. Aber Dr. Käfer hat mehrfach erklärt, auch letzte Woche nochmal, dass es nicht heißt, also nicht gesagt, dass es in einem Jahr sich verzögert, sondern dass eben die Gefahr besteht und die ist ja nicht neu. Die haben wir auch im letzten Lenkungskreis im September kommuniziert, dass man das einfach ein Risiko ist. Aber im Moment aktuell, ich glaube, die Frage kann man beantworten, wenn das Grundwassermanagement steht, dann wissen wir es, ob das Problem das eintritt oder nicht. Zweite Frage noch, Lenkungskreis, gibt es da schon einen Termin? Ja. Also wir haben jetzt Anfang Februar den Arbeitskreis Baden-Württemberg, der Kreis der Lenkungskreissitzungen vorbereitet. Da wird ein endgültiger Terminrahmen dann festgelegt. Voraussichtlich ist das Ziel aller, auch Absprache zwischen Land und Bahn und den anderen Projektpartnern, Ende Februar vorgesehen. Aber genau einen Termin gibt es noch keinen. Aber die Arbeitskreissitzung Baden-Württemberg ist Anfang Februar, nächste Woche irgendwann. Und da wird man den Termin dann abstimmen. Und dann noch eine kurze Frage an Herrn Kirchberg, Ihren Vornamen hätte ich gern. Das ist ein doppelter Name, Josef Bindestrich Walter. Walter ohne A. Letzte Frage würde ich sagen von Herrn. Zu dieser Terminfrage noch, wir müssen ja das anrechnen, Sie, wenn wir jetzt diese Änderung für die erhöhte Wasserentnahme, die wir brauchen, diese kleine Änderung von Eber, das heißt, wann wissen Sie eigentlich, ob das Grundwassermanagement tatsächlich unterstützt werden kann, wie erforderlich? Also dort werden derzeit die genehmigungsfähigen Unterlagen vorbereitet. Wir werden da vorsorglich auch nochmal eine Artenschutzuntersuchung vorlegen, um den Erwartungen Rechnung zu tragen, die vom BUND aber geäußert worden sind, die aber natürlich auch jetzt ein wenig dem Urteil des VGH geschuldet sind. Und sobald diese Untersuchung dann auch vorliegt, werden die Unterlagen eingereicht und das heißt, sie sind eingereicht, die werden halt an den Stellen nachgebessert, an denen jetzt noch Nachbesserungsbedarf besteht, also beispielsweise zu diesem Thema Naturartenschutz. Und dann wissen Sie, dass auch die Behörden noch Nachfragen gehabt haben und auch diese Fragen, den Fragen ist nachgegangen worden und die sind aus meiner Sicht jetzt auch ausreichend beantwortet. Die werden jetzt schriftlich zusammengestellt und dann dem Eisenbahnbundesamt zur Weiterleitung an die Fachbehörden auch ausgehändigt. Beschluss? Das Eisenbahnbundesamt erlässt den Beschluss und deren Terminplan kann ich nicht einschätzen, aber ich persönlich könnte mir vorstellen, nach dem Aufwand, der damit betrieben wird, dass wir zum Juni des Jahres so einen Beschluss haben könnten. Aber nicht, dass Sie mich im Juli fragen, wo ist der Beschluss? Dürfen Sie, aber ich kann dafür den Termin nicht eintreten. So. Ja,
einfach noch wissen im Nachklapp zu dieser Veranstaltung am Wagenburg-Tunnel, warum es die Bahn eigentlich nötig hat, nachts solche Aktionen zu beginnen. Also damit dieses Begriff nötig, möchte ich doch etwas zurückweisen. Also zunächst mal werden solche Dinge in Aschen der Polizei stattfinden. Es geht vor allem darum, möchte ich betonen, dass wir auch die Polizei großen Wert darauf gelegt hat, dass man die Verkehrsbehinderungen klein hält. Sprich, wenn man Wagenburg-Tunnel sperren muss, dass man das erste Mal nicht tagsüber macht, um den Verkehr nicht zu behindern, und vor allem das in den Wochenenden gemacht, um eben den Berufsverkehr, wenn er morgen immer noch nicht fertig ist, nicht zu behindern. Das war die maßgebliche Aufgabe und die maßgebliche Bedingung auch der Polizei. Insofern hat es die Bahn nicht nötig. Die Bahn nimmt natürlich Rücksicht auf die Vorgaben und die Wünsche der Ordnungsbehörden. Der Bahn wäre es auch lieber gewesen, tagsüber zu machen. Wäre es erstmal billiger, weil man die Baufirmen verlangen ja auch Zuschläge, wenn man nachts arbeitet, erst recht, wenn man Wochenende arbeitet. Also insofern der Begriff nötig haben, würde ich dann gerne zurück an diesen Punkt. Okay. Alles klar, vielen Dank. So, das war die Pressekonferenz.